Mein bester Freund Bob. Was ich vom Streuner über das Glück gelernt habe. Von James Bowen. Es liest Carlos Lobo. Vorwort. Wie die meisten Menschen habe ich in meinem Leben schlechte Entscheidungen getroffen. Mehr als nur ein paar. Meine Entscheidung, eine Katze namens Bob zu adoptieren, war freilich alles andere als schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, es war die klügste Idee, die ich je hatte. In vielerlei Hinsicht retteten wir uns gegenseitig. Er war verletzt, als ich ihn eines Abends im Frühling 2007 fand, und ich habe ihn gesund gepflegt. Und andersherum hat er ganz gewiss mich gerettet. Mein Leben war wirklich vermurkst, bevor ich ihm begegnete. Ich war mehr als zehn Jahre drogenabhängig gewesen und hatte ziemlich lange als Obdachloser gelebt, entweder auf der Straße oder in Obdachlosenheimen. Als er mir begegnete, war ich bei meiner letzten Chance angekommen, in meinem neunten Leben, wenn man so will. Er hat mir geholfen, die Dinge zum Besseren zu wenden. Ich habe oft über das Leben nachgedacht, das Bob führte, bevor wir uns begegneten. Hauptsächlich deswegen, weil ich absolut nichts darüber weiß. Nach seinen Verletzungen zu urteilen, die er hatte, als ich ihn fand, war sein Leben ziemlich unsicher gewesen. Er hatte unübersehbar einige Kämpfe hinter sich. Doch darüber hinaus wusste ich so gut wie nichts. Wie hatte sein Alltag ausgesehen? War er schon immer ein Streuner gewesen, oder hatte sich jemand anderes um ihn gekümmert, vor mir? Ich hatte keine Ahnung. Während unserer ganzen gemeinsamen Zeit ist er immer ein Rätsel geblieben. Eine Sache habe ich jedoch von Anfang an gewusst, nämlich, dass er eine Weisheit besitzt, die ungewöhnlich ist, selbst für Katzen. Ich weiß nicht, ob es etwas zu tun hat mit den Lektionen, die er während seines früheren rätselhaften Lebens gelernt hat. Doch es ist, als wäre er ein klassischer Philosoph, der alles und jeden versteht, als hätte er alles schon einmal gesehen als würde er das Leben in und auswendig kennen. Nichts scheint ihn aus der Ruhe zu bringen, er nimmt alles in sich auf. In dem Jahrzehnt, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind, ist er in meinen Augen sogar noch weiser geworden. Mein Leben hat sich in dieser Zeit ganz dramatisch verändert, dank einer Reihe von Büchern und dank einem Kinofilm über mein Leben mit Bob. Er hat sich mühelos an all das Neue angepasst, das uns das Schicksal bescherte, er kommt genauso gut mit all den fremden Menschen zurecht, die wir auf unseren Lesereisen oder bei Filmpremieren treffen, wie zu der Zeit, als er neben mir auf dem Pflaster gesessen hat, während ich in Covent Garden Gitarre gespielt oder vor der U-Bahn-Station Angel-Zeitschriften verkauft habe. Ich weiß, es klingt vielleicht merkwürdig oder sogar albern, das über eine Katze zu schreiben, aber ich finde ihn inspirierend. Manchmal reicht es völlig aus, wenn ich mich hinsetze und ihn beobachte, um meinen Geist zum Surren zu bringen. Ich bin fasziniert von der Art und Weise, wie er sich verhält, wie er mit der Welt umgeht und auf unterschiedliche Situationen reagiert, selbst davon, wie er seinen Alltag lebt. Das Zusammenleben mit ihm hat mir die Augen für so vieles geöffnet. In den vergangenen zehn Jahren war er echt eine Art Guru für mich geworden. Dieses Hörbuch ist eine Sammlung von Erfahrungen und Einsichten, die ich während meiner Jahre mit Bob gewonnen habe. Ein Führer zu seiner Klugheit, wenn man so will. Ich hoffe, Sie finden diese Klugheit genauso erleuchtend wie ich. James Bowen, London, 2018. Vertrauen ist der Anfang von allem. Lektionen in Freundschaft. Man sagt ja oft, dass es nicht die Menschen sind, die Katzen bei sich aufnehmen, es sind eher die Katzen, die uns Menschen adoptieren. Das ist vermutlich wahr. Schließlich sind Katzen hochintelligente Tiere. Und tief im Innern ahne ich, dass sie etwas begreifen, was wir Menschen allzu häufig übersehen den unschätzbaren Wert von Freundschaft. Es ist gewiss ein Thema, für das Bob mir die Augen geöffnet hat, auf die verschiedensten Weisen. Freundschaft ist ein paar neuer Stiefel. Bob war ein ziemlich ungehobelter Charakter, als er bei mir einzog. Er konnte es überhaupt nicht leiden, wenn ich mit ihm schimpfte, und er konnte richtig störrisch werden, wenn ich ihn daran hinderte, irgendetwas zu tun. Bevor ich ihn kastrieren ließ, hat er regelmäßig nach mir geschlagen, meine Hände tragen die Narben seiner gelegentlichen Ausraster. Ich würde lügen, wenn ich behaupten wollte, dass sein Verhalten mich nicht gelegentlich ärgerte. Doch ich hatte sofort Zuneigung zu ihm gefasst, und ich wollte, dass unsere Beziehung funktionierte. Damals, so erinnere ich mich, hatte ich mir gerade in einem Wohlfahrtsladen um die Ecke ein paar Stiefel gekauft. Meine alten waren buchstäblich auseinandergefallen. Aber die neuen Stiefel passten nicht richtig. Meine Füße wurden wund und bekamen Blasen. Das Beste am Tag war, sie abends ausziehen zu dürfen. Es war bei so einer Gelegenheit, dass mir der Gedanke kam. Bob marschierte aufgebracht in der Wohnung auf und ab. Kurz zuvor hatte er mich angefaucht, als ich versucht hatte, ihn zur Benutzung des Katzenklos zu ermutigen, das ich besorgt hatte. Es war normal, dass er sich unwohl fühlte mit mir und seinem neuen Zuhause, sagte ich mir. Viele Dinge, die ich tat, mussten ihm gegen den Strich gehen. Doch mit Geduld würden wir unsere Freundschaft so entwickeln, dass sie zur Persönlichkeit des jeweils anderen passte. Wir würden uns aneinander und an unsere unterschiedlichen Bedürfnisse gewöhnen. Unsere Freundschaft war im Grunde genommen nichts anderes als mein Paar neuer Stiefel. Es brauchte Zeit, um sie einzulaufen. Es war unbequem, ärgerlich. Doch am Ende, wenn wir uns aneinander gewöhnt hätten, wäre alles prima. Und so kam es auch. Freie Geister. Der Moment, in dem ich wusste, dass das Schicksal Bob und mich zusammengebracht hatte, kam, als er eines unvergesslichen Tages in den Bus sprang, um mit mir nach London hineinzufahren. Ich war sprachlos. Ich hatte ihn weggescheucht, nachdem er mir von der Wohnung bis zur Bushaltestelle gefolgt war. Und als der Bus losgefahren war, hatte ich angenommen, er wäre dort an der Straße zurückgeblieben. Doch ganz plötzlich war er da, lag auf dem Platz neben mir, zusammengerollt neben meinem Gitarrenkasten, als wäre er ein Teil meines Gepäcks. Die Busschaffnerin lächelte mich an und fragte, ob er zu mir gehörte. Ich schätze, das ist wohl so, habe ich damals geantwortet. Aber mir wurde schnell klar, dass das nicht so ganz der Fall war. Bob ist eine Naturgewalt, ein freier Geist. Er gehörte und gehört mir nicht. Ich besaß ihn weder damals noch besitze ich ihn heute. Wir haben aus freien Stücken beschlossen, für die Gegenwart zusammen zu sein. Doch wer weiß, ob das für die Zukunft gilt. Er wird immer mein Freund sein, doch er kann gehen, wann er will. Ich denke, Freiheit ist ein Schlüssel zu jeder echten Freundschaft. Gemeinsam sind wir alle stärker. Eines Abends, ein paar Wochen nachdem Bob und ich zusammengekommen waren, kochte ich unser Abendessen Spaghetti Bolognese. Bob lag zusammengerollt in einer Ecke und beobachtete mich. Ich hatte das Radio eingeschaltet, Wasser zum Kochen gebracht und war gerade dabei, die Spaghetti aus der Packung zu nehmen, als mir der Gedanke kam. Es war eine ferne Erinnerung aus der Kindheit, von einer Fabel oder einem Märchen über einen alten Mann, der seinen Kindern mit einem Reisigbündel eine wichtige Lektion fürs Leben beigebracht hatte. Sieh her, Bob, sagte ich, und zerbrach eine einzelne lange Nudel, bevor ich sie in den Topf mit kochendem Wasser warf. Das sind wir beide, du und ich, bevor wir Freunde wurden, als jeder von uns noch auf sich allein gestellt war. Dann nahm ich ein dickes Bündel Spaghetti und bog es in die eine und in die andere Richtung, ohne dass es zerbrach. Und das sind wir beide heute. Er neigte den Kopf, als wäre ich nicht ganz bei Trost. Doch ich wusste genau, was ich da sagte. Ich hatte noch nie einen klügeren Satz von mir gegeben. Bob hätte jene Nacht draußen auf der Straße verbringen können, frierend, einsam und hungrig, und ich hätte immer noch als obdachloser Drogenabhängiger von der Hand in den Mund leben können, ohne jeden Plan und ohne ein Ziel im Leben. Doch so war es nicht mehr. Wir hatten einander gefunden. Und wir waren besser, sicherer und gesünder dran. Gemeinsam sind wir alle stärker als allein. Der treueste aller Freunde Die Menschen sind stets fasziniert von der speziellen Bindung zwischen Bob und mir. Wie kam es dazu, dass diese starke Bindung entstanden ist? Mir ist bewusst geworden, dass die Antwort eigentlich ganz einfach ist. Wir leben in einer Welt, in der es schwer ist, auf irgendetwas zu vertrauen. Politiker, Institutionen, Menschen, sie alle scheinen uns das eine oder andere Mal im Stich zu lassen. Jedenfalls hatte ich immer wieder das Gefühl. Zugegeben, einen Großteil meiner früheren Schwierigkeiten hatte ich mir selbst zuzuschreiben. Doch sie waren auch aus zerbrochenen Beziehungen und aus dem Gefühl entstanden, dass ich nicht geliebt worden war. Unsere Beziehungen zu unseren Haustieren bieten eine Alternative. Auf sie können wir uns verlassen. Tiere lügen uns nicht an. Sie betrügen uns nicht. Sie enttäuschen uns nicht. Ihre Zuneigung, nennen sie es Liebe, wenn sie wollen, ist bedingungslos. Zu wissen, dass diese Freundschaft immer für einen da ist, ist nicht nur ein gewaltiger Trost. Es ist auch eine Quelle der Kraft. Ein Freund in der Not. Schönwetterfreunde hat jeder. Sie sind da, wenn die Zeiten gut sind, immer dabei, wenn es etwas zu feiern gibt, Partys, die schönen Dinge. Doch wenn das Lebensschiffchen, wie es unausweichlich hin und wieder geschieht, in raueres Fahrwasser kommt, dann verschmelzen diese Leute mit dem Hintergrund, oder schlimmer, sie verschwinden ganz. Das sind keine echten Freunde. Ein echter Freund ist in Zeiten der Not für dich da, wenn es nichts zu gewinnen gibt, oder sogar etwas zu verlieren. Es gab Zeiten, da war Bob vollkommen unabhängig und froh, wenn man ihn in Ruhe ließ. Er schlief, wo er wollte und wann er wollte. Er erkundete meine Wohnung und die Welt da draußen nach Lust und Laune. Doch er hatte auch ein Gespür dafür, wann er gebraucht wurde. Ich bemerkte es zum ersten Mal, als ich mir eine schlimme Erkältung einfing, ein paar Wochen nachdem wir zusammengekommen waren. Ich lag im Bett, hustete und schniefte vor mich hin und tat mir ganz allgemein ziemlich leid. Dann fiel mir auf, dass er sich nah bei mir zusammengerollt hatte, nur ein paar Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Er schnurrte rhythmisch vor sich hin. Das Geräusch tröstete mich sofort. Abgesehen von all dem anderen gab es mir das Gefühl, nicht allein zu sein. Das Schnurren war sehr beruhigend, doch es war noch etwas anderes. Ein Gefühl von Kameradschaft, von einem gemeinsamen Leben. Bob hat diese Angewohnheit beibehalten. Er merkt immer, wenn ich mich schlecht fühle. Ganz instinktiv scheint er zu wissen, wenn ich einen Freund ganz besonders nötig habe. Mir ist klar geworden, dass genau das Freundschaft ausmacht. Es geht nicht darum, in jedem Moment des Tages da zu sein, sondern dann, wenn es darauf ankommt. Auf dem gleichen Weg. Es ist viel schwieriger für jemanden, den Weg zu verstehen, den man eingeschlagen hat, wenn er nicht die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Das ist der Grund, warum die stärksten Freundschaften oftmals im gleichen Feuer geschmiedet werden. Je härter die Zeiten, die man gemeinsam durchgestanden hat, desto fester die Bindung, die man eingeht. Das ist gewiss der Fall bei Bob und mir. Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht, schlechte Zeiten und gute Zeiten, wir sind so weit auf dem gleichen Weg gegangen, dass unsere Pfade nur noch selten voneinander abweichen. Das ist vermutlich der Grund, warum wir, seit wir uns kennen, nicht mehr getrennt unterwegs sind. Wahre Freunde verstehen uns einfach. Wir alle haben schlechte Tage. Wir alle erleben Zeiten, wenn aus welchen Gründen auch immer alles schief zu gehen scheint. Die Welt scheint aus dem Gleichgewicht zu geraten. Oft kann man es nicht erklären oder will es auch nicht. Man möchte am liebsten die Tür hinter sich zuschlagen und alles und jedes da draußen nur zu gern vergessen. Nennen Sie es, wie Sie wollen, Depression, Blues, mit dem falschen Fuß aufgestanden, es kommt auf das gleiche heraus. In Zeiten wie diesen habe ich bemerkt, dass Bobs Freundschaft auf subtile Weise anders ist. Manchmal merke ich gar nicht, dass er da ist. Er legt sich unauffällig unter den Sessel oder das Bett, aber auf jeden Fall in meine Nähe, bereit, da zu sein. Es ist, als hätte er ein Gefühl für meine Stimmung, als wüsste er, dass ich Raum brauche, aber auch im Auge behalten werden muss. Er scheint mich ganz einfach zu verstehen. Auch das, so ist mir bewusst geworden, ist ein Zeichen für einen wahren Freund. Er begreift instinktiv, dass man manchmal keine langwierigen Fragen hören will, was mit einem los ist. Man will sich nicht erklären. Man braucht jemanden, der einen ohne Worte versteht. Und sonst nichts. Manchmal muss man etwas verlieren, um es zu schätzen. Vor ein paar Jahren musste ich für eine Weile ins Krankenhaus, nachdem ich mir eine TVT zugezogen hatte. Eine tiefe Venenthrombose.